Schwester. Hallo Sascha. Hier sind wir im alten Keller. Oder noch sind wir nicht drin, aber das ist der alte Keller. Leider sehr zerstört. Für dumme Sprüche an den Wänden kann man nichts. Servus Sascha. Servatio Stift. Ja. Auf jeden Fall. Alte Patientenzimmer. Geh vielleicht mal vorne raus. Dann kann man die Größe ungefähr einschätzen. Wow, heavy. Okay. Naja, einschätzen ist nicht schwierig. Ja. Weil das muss von einem Gebäudeteil ist. Genau. Also. Warte mal. Außer da vorne gibt's mal am Boden, dass ich weiß, wo ich hintatschen kann. Leuchte. Außer da hinten gibt's. Genau, leuchte mal, dann sieht man es vielleicht einigermaßen. Ja, das sieht man jetzt ganz schlecht. Also es sind schon ein paar Meter, sage jetzt ich. Ja, da drüben geht's auch noch. Da geht es halt auch noch ein gutes Stück weiter. Genau, aufpassen. Bist du zuerst mal drin, dann kann man so rein. Mir egal. Station 2, Zimmer Nummer 401 bis 412, Station 3. Hier haben wir dann die Marmortreppe. Los Trepos Marmoros. Wo Kerzen scheinen dran. Sascha, wir haben uns eigentlich da recht gut. Also wir haben uns umgeschaut, wir haben keine anderen Personen bis jetzt gefunden. Das Einzige, was jetzt sein kann, dass die Polizei später einen Sprung vorbeischaut, aber das ist ja höherpill. So, jetzt sind wir hier in der im Keller. Das ist die Folterraum. Das ist der Empfang. Das ist der Empfang. Wow. Welches Schließfach verbirgt was Schlimmes? Oh Mann. Wir müssen jugendfrei sein. Also hier haben wir ein, wir vermuten, Lungenfunktionstestautomat. Automat. Boah, das tut das Geräusch. So, dann gucken wir mal hier. Steffi ist schon fleißig hier an Fotos machen. Ja, da hinten. Leuchte mal hier bitte. Warte. Das ist hinter der Cafeteria. Ich ziehe hier bestimmt nicht meine Schuhe aus. Ich
Gardinenlichter. Ich war gerade in der. Ja. Und. Wieder Abstand von dem Gerät. Was ist das Gerät eigentlich? Magnetik jetzt gerade. Kann auch Elektrik messen, wie man es einstellt. Schauen wir das Bild an. Piepern. Immer wenn ich an das Ding hingehe, geht's an. Immer wenn ich an das Ding hingehe, geht's an. Piepern. Immer wenn ich an das Ding hingehe, geht's an. Okay, ich krieg schon wieder mega Gänsehaut. Kannst du uns vielleicht noch sagen, wie du ums Leben gekommen bist? Ja. Feuer. Bist du bei dem Anbau, oh, ich krieg gerade mega Gänsehaut und Tränen in den Augen, ey. Bist du bei dem Feuer im Anbau ums Leben gekommen? Möchten Sie etwas zum Sagen? Möchten Sie etwas zum Sagen? Möchten Sie etwas zum Sagen? Hallo, wir stellen uns gleich nochmal kurz vor. Mein Name ist Sam. Mein Name ist Steffi. Hallo. Und der Daniel. Wir haben euch ein Gerät heute mitgebracht. Wir haben euch ein Gerät heute mitgebracht, über das ihr mit uns leichter reden könnt. Wenn Sie gerade hinter Daniel stehen, vielleicht möchten Sie Daniel etwas sagen? Das war gerade das, oder? Ja. Was möchten Sie denn Daniel sagen? Können Sie uns vielleicht sagen, wie viele von Ihnen anwesend sind gerade? Ist es möglich, dass nun mehr als zwei Personen hier sind? Ist denn noch jemand bei uns? Bin bereit. Sind Sie bereit für Ihre Behandlung? Heute. Was ist heute? Sind Sie bereit, heute mit jemandem zu sprechen? Ja, Mai. Waren Sie hier aus der Gegend? Ist es Ihnen recht, dass Daniel Ihnen Fragen stellt? Druck auf der Brust. Sind Sie gerade bei Daniel? Fast ganz oder fast dran. Möchten Sie Daniel gerade zeigen, an welcher Stelle des Körpers Sie erkrankt sind? Gänsehaut, Rücken. Wichser. Danke. Das ist nicht nett.
Wir möchten bitte, dass Sie in einem normalen Umgangston mit uns sprechen. Oder sollen wir dich in Ruhe lassen? Wenn wir dich in Ruhe lassen sollen, sag bitte klar und deutlich über dieses Gerät, lasst mich. Du kannst ansonsten auch auf dieses Gerät unten auf den Boden zu gehen mit dem grünen Lichtlein und das auch schlagen lassen, wenn wir dich Patrick. In Ruhe lassen. War dein Name Patrick? Ja. Okay, Patrick, vielen Dank, dass du uns deinen Namen genannt hast. Kannst du uns vielleicht deinen Nachnamen noch sagen, wenn du ihn noch weißt? Ist noch jemand bei dir, den du kennst? Du bist doof. Das kann schon sein, also die Hellste bin ich nicht immer unbedingt. Oder war das jetzt ironisch gemeint? Bist du alleine hier? Und hast deswegen auch vielleicht ein bisschen Angst? Steffis Fuß. Rücken. Boah. Okay, ich habe so das Gefühl, dieser coole Gangstertyp hier. In der Nacht auch. Bist du in dem Fall auch in der Nacht ums Leben gekommen, als das Feuer hier ausgebracht. Gebrochen. Weil ich glaube, ihr seid nämlich zwei Leute. Einmal der Patrick, der ein bisschen ja, sensibler reagiert, und einmal dieser coole mit diesen Schimpfwörtern und hier boah und. Seid ihr zusammen hier auch unterwegs? Kingston. Oder? Kingston. Ist das eine Band oder sowas? Kann Kingston. Das sein? Rapper? Seid ihr zusammen hier unterwegs oder seht ihr euch gar nicht? Kannst du mir vielleicht noch ein Datum nennen, wann das passiert ist oder einen Monat? Vielleicht auch nur die Jahreszeit, im Frühling, im Sommer. Herbst oder Winter. Schüsse. Entschuldigung, das ist heikel. Mach ruhig. Okay, hat gerade irgendeiner komische Gedanken, du? Irgendwie ein bisschen negativ, ne? Ja. Oder redet ihr gerade gegenseitig mit euch? Tut ihr euch so ein bisschen triezen? Salat, Dreckshure. Das wird mein neues Schimpfwort. Okay, du gefällst mir doch irgendwie, auch wenn du ein bisschen unsensibel bist, bist du doch irgendwie cool. Aber könnten wir trotzdem vielleicht ein bisschen sachlich bleiben und diese Schimpfwörter weglassen? Nachtkästchen kommt von rechts. Solange du mir jetzt nichts von rechts an die Stirn oder sowas ranschießt, ist alles okay. Abwehr. Nee, ich möchte nicht abwehren. Habt ihr irgendwo Nachtkästchen? Achso, Nachtkästchen irgendwo gesehen? Nee, gell? Und dieser Stromkasten bitte aufzulassen, ja? Das wäre sehr nett. Nacht? Nacht. Auf Nacht. Also das war jetzt so Dialekt. Ja, auf Nacht. Die Nacht. Nacht, ja. Ist vielleicht sogar dieses Feuer ausgebrochen, weil ihr mit dem Strom rumgespielt habt? Wolltet ihr nochmal Licht in die Bude bringen? Super. Ja, in dem Fall war es ein Zufall. So, ja, in dem Fall war es nicht so super und Zufall war es wahrscheinlich auch nicht, weil man die Sicherung zum Durchschimmern bringt. Nicht. Also in dem Fall nicht die Sicherung.
Portalsitzung um 21:25 Uhr. Genau. Maris, wie heißt du? Was? Ich verbieg schon wieder mein Kiesel. Ist denn noch Patrick da? Diese Flüsterstimme ist ab und zu ganz interessant, gell? Mhm. Was ist hier damals bei dem Feuer passiert?